Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wie immer freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind. Bevor ich an den Dirk übergebe, müssen wir einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Denn auch hier, wie immer, dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Hast du gehört, Dirk? Informationszwecken, kein anderes Wort. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig vom Inhalt heute. Und bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut. So, lieber Dirk, wie schaut's aus? Darf ich übergeben? Jetzt spricht er nicht mehr. Du das darfst dich immer übergeben, so oft du willst. Solche Wörter kommen bei dir an. Müssen wir die Leiter nochmal überprüfen hier. So, bevor du noch mehr falsch verstehst, übergebe ich jetzt nicht mich, sondern den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, jetzt müsste es so langsam was da sein, ne? Wenn ich irgendwas richtig gemacht habe. So, gut, alright. So, dann schalten wir mal um. Ich muss hier meinen Unrat beseitigen. Ich habe mir hier nämlich noch irgendwie ganz schnell das Essen geholt, mich unterwegs noch irgendwo reinbeißen kann. Und nicht ganz verhungert hier heute Morgen hier starte. Ich sage an der Stelle mal Hallo und herzlich willkommen. Auf den letzten Drück hat den letzten als mitbekommen. Ey, weil ich war gerade draußen, ne? Das ist, ich habe gedacht, meine Ohren fallen ab. Und wenn du einmal tief Luft nimmst und dann kriegst du ja schon mit der Angst zu tun bei der Temperatur. Also es ist jetzt auch tatsächlich in Köln mal angekommen, dass es so ein bisschen kälter eben auch ist. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz heute Morgen hier und ganz zahlreich, wie ich das sehe, hier heute auf das Live-Trading-Webinar zur Markteröffnung. Bei mir ist momentan alles so ein bisschen hektisch irgendwie unterwegs, hat man vielleicht gestern ja auch schon gemerkt, weil wir halt hier so wirklich in den allerletzten Zügen jetzt sind für die nächste Release, für MetaTrader 5. Und ich natürlich halt echt einen Luftsprung mache, wenn die Nummer hier durch ist. Und natürlich auch hier immer mit der allerletzten Version dann halt auch hier am Start bin. Das heißt, muss man sich so vorstellen, vor so einem Webinar, ne, dann ist dann halt irgendwie eine Viertelstunde vorher, wird dann mal schnell noch irgendwie ein Update gemacht und gucken, ob da alles funktioniert. Und da kommt es auch schon mal vor, dass dann halt irgendwas nicht funktioniert und dann ist es halt immer so ein bisschen hektisch. Aber ich muss ja halt irgendwie gucken, dass ich das alles unter einen Hut kriege. Und einmal halt hier natürlich die Gruppe, Blog, die Webinare und aber den Tag füllt momentan, was heißt momentan, jetzt halt auch schon seit ein paar Monaten hier echt der Update-Prozess. So, ich gucke mal die Feedbacks. Ja, neues Hemd, ne? Extra für euch. Habe die Woche noch gedacht, irgendwie, ich habe ja wirklich so ein Abo, ne? Bei Outfittery, weißt du, das kennt ja wahrscheinlich irgendwie auch der ein oder andere. Das ist für Männer, die keine Lust haben, shoppen zu gehen. Und die noch nicht mal Lust haben, irgendwie online zu stöbern, was man denn anziehen könnte. Die machen dann halt einfach ein Abo und kriegen dann halt alle 2, 3 Monate ein Paket geschickt mit irgendwelchen Klamotten. Und da habe ich mich dann auch drüber gefreut, als es letzte Woche wieder kam. Und dachte mir so, ja, blöd, ne? Corona kannst du nicht mal irgendwo anziehen. Von daher bin ich ja ganz froh, dass wir die Webinare hier haben und dass ich da zumindest mal halt irgendwas dann halt auch anziehen kann. So, ich hoffe, euch geht's gut. Euch sind die Ohren noch nicht abgefallen. Und minus 14 Grad, krass, wo ist das denn? Schreibt hier der Gerd gerade, ich weiß nicht, wie die Temperaturen da draußen überhaupt sind hier. Also warm ist anders auf jeden Fall. Gut, Nelson Sommer, heute Morgen, ne? Ja. Um 7:30 hat es bei mir geklingelt. Warst du das? Ja, ich wollte sicher gehen, dass du auch wirklich aufstehst. Ich habe so gedacht, was ist das denn für ein Scheiß, ne? Weil normalerweise, also ich wäre jetzt, um 8 wäre ich ja eh aufgestanden, aber nicht um 7:30. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Ja, irgendeiner hat da geklingelt, wie bestimmt der Nelson. Wahrscheinlich. Ich trau dir das zu. Gut so. Ja, ne? Gut. So, dann gehen wir mal rüber auf den Bildschirm
Und gucken mal, was der Markt da so treibt und ob wir da irgendwas mittreiben können. So, und zwar gehen wir erstmal hier auf den Überblick. So, das sieht schon, also gerade im DAX, das hier ist, das ist Tageschart, das ist eine Tageskerze, was wir da gestern haben. Das ist traurig. Und wo ich mich natürlich jetzt schon direkt frage, was soll man denn da handeln? Ne? Also bei der Vola, wenn die so bleibt, dann haben wir hier echt ein Problem. Aber generell würde ich halt hier mal jetzt für den kurzfristigen Ansatz, ich glaube, den langfristigen habe ich ja am Freitag ja schon groß und breit im NFP-Webinar erklärt. Ich weiß gar nicht, ob ich da nur so großartig drauf eingehen muss. Aber generell, so das Erste, was ich halt sehe, ist halt hier, ne, so eine ja, quasi V-Formation. Ne? Und hier haben wir halt einfach so die meisten Geschichten halt liegen. Also jetzt mal rein im Daily. Ne? Und das heißt also so der Bereich hier, das ist dann halt natürlich so um die 900, wo dann halt irgendwo auch so ein möglicher Rücklauf wäre. Jetzt ist natürlich die Frage, geht man da short bis dahin? Oder steigt man nicht gleich lieber long ein? Ne? Ich gebe mal hier das Ganze mal auch wieder frei fürs Webinar. Und wobei ich ja halt, ich glaube, das hat man ja mitbekommen, ja gar kein Freund mehr irgendwie vom DAX bin, ne? Weil der läuft mal gut und dann halt mal wieder nicht. Und die letzten Tage sieht man ja, das ist null. Das ist überhaupt gar keine Vola, die wir hier haben. Und da ist der Dow halt schon ein bisschen motivierter unterwegs. Und der zieht da halt seine Strecke dahin, wo er soll. Und bei dem halt auch, vielleicht erstmal ganz kurz im Daily, um da mal zu bleiben. Der hat natürlich jetzt hier oben, wie ich das am Freitag ja auch schon vermutet habe, geht er da oben raus. Und da sieht man auch schon direkt, wenn ich hier eine Linie ziehe, da steht auch die gestrige Tageskerze schon sauber drauf. Ne? Hier oben auf den letzten Schluss- und Eröffnungskursen. 162, das heißt, der kann einfach weiterlaufen. Und generell habe ich da aber auch gesagt, bei 800, ne, also 30.800, das ist genau der Bereich hier. Auch im Daily sieht man es genauso gut. Und das ist natürlich so mal die erste interessante Zone für einen Rücklauf, weil ne, hier halt erstmal abverkauft, nochmal Widerstand, dann gekauft, das Übliche eben. Ne. Das heißt, da fehlt halt ein Rücktest an der Stelle. Und das heißt aber auch nicht, dass man da jetzt unbedingt Short hinhandeln muss. Also ich habe ja nur gesagt, am Freitag eben auch, wenn das kommt, sollte man nicht gleich davon ausgehen, dass es durchfällt, sondern dass eher vielleicht mal gucken, ob man da nicht vernünftig long reinkommt in den Markt, um den halt mal ein bisschen weiter mit nach oben zu ziehen. So, habe ich das gerade schon? Ja, genau. So, im Stundenchart gehe ich da auch mal drauf. Ich gucke jetzt wirklich mal, welchen. Oh nein, hoppla. Welchen Markt wir uns da jetzt halt schnappen. Das hier sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen wüst aus. So. Hier die Zone halt auch sauber durchlaufen. Die 286 steht aber auch sauber drüber. Das heißt, der könnte hier auch direkt nach oben ausbrechen. Und das Problem ist so ein bisschen, also wenn der Dow jetzt als Beispiel hier mit der Stundenkerze, jetzt nur mal ganz kurzfristig, wenn der jetzt halt hier mit der Stundenkerze nochmal über diesen letzten da halt schließt, würde ich ja fast davon ausgehen, dass er direkt nach oben rennt. Die Frage ist, wie will der DAX das hinkriegen? Ne? Also ich wäre halt schon eher ein Freund hier davon, Long zu suchen, als jetzt halt da Short. Und gerade hier die 14.066, meine Güte, was hat er sich da schon dran aufgehalten? Ne? Das sieht man hier auch. Das war am Donnerstag war das, glaube ich. Ne? Hier irgendwie die ganze Zeit irgendwie dran gestoßen und dann halt nochmal hier unten, dann endlich drüber und nochmal drüber und wieder drunter. Boah. Da ist irgendwie das Ganze nicht so einfach. Also Tendenz ist für mich nach wie vor hier schon long. Man sieht aber auch, ne, wenn man das noch ein bisschen zusammenrafft, da kommen natürlich die SKS-Freunde und sagen, ja, wir haben doch hier eine SKS, ne? Hier oben, da Kopf, Schulter, Schulter und so weiter. Eine SKS ist ja nichts anderes eigentlich als eine Trendumkehr. Von daher ist es natürlich schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was der hier macht. Der könnte natürlich auch genauso gut hier stehen bleiben und dann halt plapp erstmal runterdippen. Könnte genauso gut funktionieren. Und das macht das Ganze jetzt so ein bisschen schwierig. Deswegen, der Norbert hat mir vorhin auch
irgendwie, also hier aus der Gruppe auch irgendwie noch viel Glück und Erfolg gewünscht. Das könnte man auch ironisch, sarkastisch verstehen, ne? Weil das ist halt genau das Problem. Wo findet man denn hier den richtigen Ansatz, ne? Weil er dreht nur auf der Stelle hier, der DAX. Der macht gar nichts mehr. Ne? Das Einzige, was er richtig gemacht hat seit Freitag, ist, die 14.000 nicht mehr anzulaufen. Hatte ich am Freitag nämlich noch gesagt im Webinar, man sollte sich gut überlegen, ob man hier bei dieser Linie, die ich da halt auch noch eingezeichnet habe, bei 14.020 bzw. 19, ob man da nicht aus Short rausgeht. Was hat er gemacht? Läuft genau dahin und läuft nicht zu 14.000 und ab da einfach weiter nach oben. Und das hat er bisher wirklich geschickt ausgelassen. Das heißt aber nicht, dass das so bleibt und heißt für mich auch eigentlich eher, wenn der das hier korrigiert und dann halt eben entsprechend in dem Bereich 900, na, wie ich es ja gerade gezeigt habe, das kann er machen. Da muss er aber auch irgendwie zackig wieder hoch. Das ist so ein bisschen das Problem hier, na, dass er halt hier einfach komplett irgendwo auf der Stelle dreht. Und da halt absolut nichts zu erkennen ist, wie man den jetzt halt anpackt. Jetzt gerade hier mit der 14.066, da klebt er einfach drunter. Der Dow würde eigentlich gerne weiter hoch und der DAX kommt hier nicht vom Fleck. So, ich würde jetzt halt mal gucken, ob wir da halt irgendwie eine schnelle Reaktion irgendwo finden, an die man sich vielleicht dranhängen kann. Ist aber natürlich auch kein Muss, das ist halt auch klar, ne? Aber halt, das ist die einzige Chance, weil jetzt hier irgendwie zu setzen auf, ja, wir machen sofort diesen, das und jenes um 9 Uhr. Also, ich tue mich da irgendwie ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt. Und nicht, dass das wieder so eine Geschichte wird wie Freitag. Da war es ja leider ein theoretisches Live-Trading. Was aber, es muss, da glaube ich, darf man aber auch fairerweise dazu sagen, dann aber sich nachher komplett erfüllt hat. Also mit einem Short im Dow, der wirklich sauber gesessen hat und dann halt auch noch genau dahin gelaufen ist, wo er sollte. Kann halt immer sein, ne? Weil das Timing kann man natürlich nicht beeinflussen. Das ist halt klar. So, ich bin halt wie immer hier mit drei Zeiteinheiten unterwegs. Hier oben halt die Stunde mit den Levels aus dem Live-Chart und entsprechend dann halt hier unten im Daily. So, ich gebe die Linie mal ganz kurz noch schnell frei. Das geht ja schnell. Im DAX und im DAO. So. Und dann nochmal zurück. So, dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier erstmal startet. Und vielleicht gibt es auch irgendwie direkt eine Bewegung nach oben, eine, die halt entsprechend halt auch gefüttert ist. Das heißt, wo halt wirklich dann auch das Volumen halt dann dahinter stehen bleibt, dann würde ich mich da eher dranhängen, als jetzt hier irgendwie auf Short zu bauen, ehrlich gesagt. So, der Markt eröffnet gerade. Und mal gucken, ob da jetzt heute vielleicht mal ein bisschen mehr passiert. So, bis jetzt Wohler 5 Punkte. Aber ist ja noch nicht mal die erste Minute rum. So, wenn er aber hier drüber geht. Mal gucken. Wenn. Ich habe auch hier mal ganz simpel irgendwie so gleitende Durchschnitte auch mal irgendwie drin, weil man natürlich schon sieht, wenn ein Markt seitwärts läuft, und dann hängt er sich natürlich gerne auch irgendwo so an den Standards dann irgendwo auf. So erstmal 20 und solche Geschichten. So, aber er drückt erstmal runter. Und hier bin ich halt im 2-Minuten-Chart jetzt irgendwie auch gerade drin. Den finde ich mittlerweile irgendwie echt ganz schick. Der ist halt nicht ganz so rauschig wie der 1-Minuten-Chart, nicht ganz so lahm wie der 5er. Und da habe ich mich echt so ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe den da irgendwie halt zum ersten Mal gehabt, das ist schon ein bisschen länger her. Habe ich auch gesagt, will ich mal ausprobieren. Aber mittlerweile muss ich halt echt sagen, doch, finde ich gar nicht mal so schlecht. So, also es drückt erstmal runter. Die ganze Stunde. Von 8 bis 9 Uhr hier jetzt innerhalb von 2 Minuten erlegt. Jetzt mal gucken, ob das dabei bleibt. So, und die erste Anlaufstelle wäre dann natürlich hier. Gucken, was sagt der Dow überhaupt dazu? Mal ganz kurz rüber.
drückt auch nur ein bisschen unten rum, aber er dreht auch schon so ein bisschen arg auf der Stelle. Aber hier, deswegen habe ich das Bild hier auch immer ganz gerne mit dabei. Beziehungsweise beide dann halt parallel. Also was natürlich jetzt erstmal halt, ne, das ist halt dieses Tief, das vom Freitag, ne? Und das ist natürlich jetzt mal so das erste, die erste Anlaufstelle, so wie es aussieht, wo da mal getestet wird. Ja, bleibt es dabei oder gehen wir da tatsächlich drunter? Und ich würde fast tippen, dass da erstmal dabei bleibt. Und mal gucken, ob das Sinn macht, sich da direkt irgendwo long dazu zu positionieren, was man aber halt eben auch deutlich sieht. Das ist, was ich eben meinte, hier wieder die 066, ne? Schon wieder nicht drüber. Und klebte halt einfach schon wieder fest. Also die 19 ist halt entsprechend das Low. Ne? Hier oben sieht man es ja natürlich auch. Und ob man da jetzt halt direkt dagegen mit Long angeht, ich weiß es nicht. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite, wir sind halt im, generell ist der Markt halt Long. Ne? Von daher finde ich das halt schon immer auch dann richtig. Also, ich meine, hier ist er ja klar Long. Ne? Und dann halt natürlich halt nicht unbedingt dann mit Short dagegen zu stellen. Von daher kann das so falsch nicht sein. Aber nichtsdestotrotz muss man halt schon ein bisschen aufpassen, weil wenn dann halt irgendwie so ein Tief wie jetzt das hier vom Freitag dann halt eben, wenn es da drunter geht und vor allen Dingen, das ist jetzt so ein Bereich, wo ich halt immer sage, so die Psycho Abteilung, ne, bei runden Markten 14.000, da sollte man irgendwie möglichst irgendwie am besten gar nicht dabei sein, außer man hat irgendwie eine Position eröffnet, die halt 100 Punkte wegliegt, dann ist halt alles nicht so tragisch. Ne? Aber halt dort dann halt irgendwo zu agieren, halte ich für mitunter für am schwierigsten. Ne? Also hier sieht man jetzt zumindest schon mal, da gibt es ja schon mal halt Gegenwehr an der 29. Der kann ruhig noch ein bisschen tiefer. Hier haben wir noch einen Pivot. Der passt sogar noch dazu, zu der 19. Also 14.019. Und vor allen Dingen, was man jetzt halt hier sieht, es gibt Gegenwehr. Ne? Also von daher, glaube ich, kann man das schon mal irgendwie versuchen. Das ist natürlich keine Empfehlung, ist halt klar. Ne? Und es muss halt vor allen Dingen halt auch sauber laufen. Aber ich würde den jetzt auch erstmal hier mit einer Drittelposition erstmal angehen, wenn er überhaupt da runterkommt. Und dann halt, und das einzige Target wäre dann halt hier nochmal versuchen, bis zur Eröffnung halt zu laufen. Ne? Das wäre so der einzige Ansatz. Muss aber trotzdem halt gucken, dass man halt hier jetzt nicht überfahren wird. Und wenn es halt zu deutlich nach unten drückt, dann macht es halt keinen Sinn mehr. Was man ja auch sieht, ne, sind halt hier so die Lows, die irgendwie halt gerade verkauft werden. Aber das ist natürlich Overnight, nicht Overnight, sondern von der letzten Stunde. Also von daher muss man das jetzt auch, glaube ich, nicht irgendwie überbewerten. Ne? Und was mir aber hier trotzdem so ein bisschen fehlt, das ist überhaupt mal, also um jetzt hier irgendwie blind dran festzuhalten, aber der Bereich hier ist halt schon deutlich. Ne? Also hier dieses, hier im Stundenchart sieht man es ja hier oben, halt entsprechend der Widerstand dann hier nochmal bestätigt. Das heißt, wir haben hier schon eine Zone auf jeden Fall, ein Cluster. Und was jetzt schon Sinn machen würde, das erstmal zu verteidigen, auch wenn er jetzt hier oben runterkommt. Und wo man eigentlich schon so ein bisschen damit rechnen kann, dass da halt ein bisschen Gegenwehr kommt. Ne? Zumal sieht man ja hier, die Bewegungen werden kürzer. Und das sieht für mich immer so ein bisschen aus, als wird der Markt hier seinen Support suchen an der Stelle, um dann halt wieder nach oben zu laufen. Jetzt muss man nur gucken. Also ich würde schon gerne irgendwie hier drankommen an dieses Level, an diesen Peak, um halt hier möglichst tief dann halt eben auch in den Markt reinzukommen. Wie gesagt, der muss danach nicht weit kommen. Mir würde ein Rücklauf reichen an die Eröffnung. Und mehr muss es gar nicht sein. Aber zumindest haben wir hier ein bisschen Vola, was natürlich generell schon mal gut ist. Man kann natürlich so eine Geschichte, ne, statt jetzt irgendwie mit Limit, kann man natürlich auch genauso sagen, ja gut,
dann lieber halt das Risiko punktemäßig ein bisschen vergrößern, dafür aber halt eben in die deutliche Bewegung dann halt rein, ne? Weil wenn jetzt hier unten eine Reaktion kommen sollte, aber ich glaube mit dem Pivot, also ich habe ja generell, habe ich ein Limit Pullback drin, das heißt, ich bin ja sowieso in irgendeiner Form in der Bewegung, aber die hier ist mir noch ein bisschen knapp. Sieben, also 9:07 Uhr. Ja, die ist ein bisschen knapp, der darf da schon noch irgendwie so einen kleinen Stich, dürfte er für meine Begriffe schon noch machen. Und hier oben mitten im Cluster auch nicht gut. Also deswegen lieber ein bisschen tiefer und dann halt darauf bauen, dass halt eben entsprechend dieser Bereich einen Halt hält. Also nochmal, keine Empfehlung. Wenn jemand eine andere Idee hat, bitte nicht irritieren lassen. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe genau das und das Setup und bin mir sicher, der läuft da unten hin, weil es ist schon so ein bisschen Rätselraten halt an der Stelle. Ne? Also was ich halt sehe, so, und deswegen mache ich jetzt auch mal die erste auf, was ich halt ja einfach sehe, ist, dass hier unten, dass es halt kürzer wird von den Bewegungen. Und dass halt schon irgendwo der Markt versucht, hier seinen Support zu finden. Ob das jetzt gelingt, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Das ist halt klar, ne? Aber was man ja halt hier gesehen hat, ist, dass die hier so die jetzt in 2 Minuten zwar nur, aber halt, dass die Lunten so ein bisschen länger werden, ne? Und halt unten schon immer wieder halt nach oben dann halt gezogen wird, was mir aber auch genauso gleichzeitig fehlt. Also ich bin jetzt hier, wie gesagt, erstmal mit einem Drittel drin, ne? Was mir aber halt auch fehlt, muss man aber auch dazu sagen, das ist halt hier, dass mal irgendwie eine größere Order da halt käme, wo man halt ein bisschen deutlicher sieht, dass das auch jetzt irgendwie nicht nur ein kläglicher Versuch ist, sondern halt dann schon jemand da versuchen würde, in den Markt da halt auch entsprechend reinzukaufen und hier relativ tief, ne, also zu den letzten Tagen ist es ja erstmal tief. Wir sind hier fast am Low vom Freitag und da müsste halt mal so ein bisschen mehr passieren, ne? Das wäre natürlich schon nicht so schlecht. Und wenn da jetzt halt nichts kommt, ne, also ein Stich darf der schon noch machen. Aber dann ist halt auch irgendwann mal gut. So, das heißt, wenn da jetzt, was ich gerade sagen wollte, wenn da jetzt nicht was kommt, was jetzt ein bisschen deutlicher ist, und dann kann man es genauso gut halt auch wieder auflösen. So, zieht jetzt hier erstmal, ne, zum Abschluss nochmal an das Low, beziehungsweise über das Low von der 8 Uhr Geschichte. Ja, so ein bisschen was ist da, aber halt jetzt noch nicht wirklich überzeugend. Aber es ist zumindest schon mal ein bisschen was da. Wir haben zumindest schon mal 2 Minuten lang hier gesehen, dass der Markt keine neuen Tiefs gemacht hat und versucht hat, hier entsprechend über die Hochs drüber zu kommen. So, und jetzt dürfte es dann aber dann dafür auch mal ein bisschen deutlicher werden. Das heißt, so, wenn die jetzt fortgesetzt wird, dann würde ich da auch mal versuchen, dann die Position zu vergrößern und dann mal gucken, ob wir das nicht schaffen, bis da oben hin nochmal zur Eröffnung dann halt zurückzulaufen. So, weil mehr kann ich momentan da halt auch jetzt noch gar nicht irgendwie sehen. Und das hat, ich meine, aber das ist halt, finde ich halt immer, auch wenn es dann natürlich auch mal daneben gehen kann, das ist ja klar, ne? Aber sonst habe ich hier nichts, also jetzt im kurzfristigen Bereich. Und außer jetzt hier das Low vom Freitag, ne, wie gerade gezeigt, dann hier den basierend auf der Geschichte, dass wir halt hier einen Widerstand haben und das natürlich halt auch so ein bisschen Annahme, dass wir eine Menge Schieflagen bei 14.000 Short. Also bei den Short-Positionen bei 14.000 haben, die nicht aus dem Markt rauskommen und die womöglich auch anfangen werden, halt hier Positionen wieder aufzulösen, ne, weil halt eben der Punkt gar nicht mehr erreicht wurde. Das ist aber so ein bisschen Annahme, so ein bisschen Denke, die halt da mit reinspielt. Und ob die dann aufgeht, weiß ich nicht, ne? Aber am Freitag ist sie aufgegangen, diese Annahme. Und von daher, das kann schon sein, dass es halt dann jetzt erstmal auch wieder einmal dabei bleibt. Ne? Und das würde natürlich, wenn jetzt hier anfangen,
Ja, also wenn jetzt hier die Händler anfangen, die Short-Position halt wieder aufzulösen, dann würde das natürlich dazu führen, dass wir halt jetzt auch recht schnell nach oben laufen. Aber ich sehe es halt noch wirklich nicht, ne? Also das ist so ein bisschen verhalten alles, ne? Deswegen sage ich ja, das muss, nee, den wollte ich nicht, ich wollte den hier. Deswegen, es muss so ein bisschen was nachkommen hier. Ansonsten ist das leider ein bisschen aussichtslos. Und die Bewegung müsste natürlich halt auch schnell sein. Ne? Was sagt denn der DAO? Kurz rüber. Ja, der wehrt sich natürlich auch. Okay. Aber der DAX war halt wirklich so die ganzen letzten Tage. War der halt echt schon kräftig long immer unterwegs und hat nicht viel korrigiert. Und der DAO hat da eher so ein bisschen rumgedruckst. Und jetzt ist es halt leider genau umgekehrt. Da war es halt wirklich einfach, den DAX halt long zu handeln. Aber jetzt irgendwie gerade so ein bisschen schwierig. So, wo war das? Die 066, ne? Das heißt, das wäre natürlich, na gut, das war ja hier, ne? Ist ja sowieso hier oben. Das wäre so die allererste Stelle. So, hier sehen wir jetzt zumindest mal ein bisschen größere Order, aber halt auch noch nicht wahnsinnig viel. Trotzdem, da muss man halt auch mal gucken, ob das denn auch so gemeint ist, ob die auch wirklich hier drin stehen bleibt, aber generell ist es halt schwer überschaubar, ne, was hier passiert. Und es druckst einfach nur in der Gegend rum. Ich kann natürlich auch hier jetzt, ne, nochmal, ich habe ja zwei Drittel jetzt drin, ich kann die natürlich auch jederzeit halt wieder auflösen, ne, und dann halt in Teilen auch wieder reingeben. Aber generell stehen wir jetzt hier erst nur mal rum. So, ich bin mal gespannt, wie die erste Viertelstunde schließt. Ob wir das jetzt noch da hochkriegen in den paar Sekunden oder nicht, sieht eher aus, als würde das nicht gelingen und wir den Dip doch nochmal ein bisschen deutlicher machen. Aber dann würde ich das eben wieder rausgeben. So, 30 Sekunden haben wir noch. Also 15 Minuten, also für die, die hier jetzt zum ersten Mal dabei sind, ist für mich immer so ein bisschen der erste Impuls, aus dem ich da versuche, was abzuleiten. Also die erste, ja, nicht ganz so kleine Zeiteinheit. Größer ist vielleicht der falsche Begriff, aber die erste, die halt nicht mehr ganz so klein ist und wo halt auch die Richtung schon gerne mal halt ein bisschen eingeschlagen wird. So, jetzt ist aber hier nichts passiert. Beziehungsweise die schließt jetzt einfach erstmal nur drunter, beziehungsweise erstmal halt in Rot. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn die halt zurückgelaufen wäre direkt. Also hier, ne, ich gucke auch auf Außenstäbe und solche Geschichten. Das heißt, wenn man halt hierhin zurückgelaufen wären, die 4, 5, also zum Ende, ne, der 15-Minuten-Kerze, das wäre halt schon. Ja, ein bisschen netter gewesen, aber vermutlich wird das jetzt dann hier erstmal die Anlaufstelle. Aber es ist natürlich echt schon so ein bisschen zäh. So. Und deswegen will ich jetzt halt auch hier gucken. Also, wir gehen die Hochs hier nochmal an. Also, wie gesagt, ist nur 2 Minuten. Das sagt jetzt nicht so viel aus. Aber zumindest mal ist hier unten jetzt erstmal wollte da keiner mehr verkaufen. Und da haben wir jetzt hier so ein bisschen zeitliche, ja, so einen kleinen Break jetzt erstmal. Das heißt, wir müssen dann halt jetzt gucken, was dann halt um halb passiert, ne? Aber dass wir jetzt halt hier zumindest mal kurz versuchen da oben, das sollte eigentlich schon drin sein. Also zumindest mal halt hier bis zur, ne, bis in den Außenstab da halt nochmal rein in die letzte Aufwärtsbewegung von der Amateurstunde. Also die 8 bis 9 Uhr, der 8 bis 9 Uhr Handel. Aber das ist halt alles schon nicht wahnsinnig deutlich, ne, was hier passiert. Steht einfach nur rum. Und hier ist halt auch,
Ich hole einfach ein bisschen weiter aus, weil es passiert momentan nicht viel. Point of Control sieht man hier halt auch, ne? Der ist gemessen am Future. Das heißt, um es nur kurz zu erklären, ich bin halt hier auf dem CFD, weil ich dort halt immer sauberer skalieren kann, als im Future. Und habe aber das Volumen vom Future hier im Bild drin. Also nicht nur das Orderbuch hier ist vom Future, sondern halt eben auch das Volumen, was hier gerechnet wird. Und hier, das, was zum Beispiel in DALS halt orange ist der sogenannte Point of Control. Das heißt, dort ging jetzt im Future heute das meiste Volumen um. Ne? Und deswegen ist es halt auch eine Stelle, die dann halt erstmal gerne angelaufen wird, wenn hier unten das Volumen dünn wird. Und da halt die weitere Richtung ausbleibt, dann läuft er halt immer wieder zurück zum Point of Control. Das ist halt einfach nur erstmal ganz normales Marktverhalten. So, der Point of Control an sich sagt nichts aus, heißt nur, dort war Volumen, dort bleibt erstmal das Volumen. Ne? Dort konzentriert sich die ganze Geschichte. So, aber ob der jetzt halt hier da oben nochmal drüber läuft, weiß man an der Stelle nicht. Jetzt ist es auch ein bisschen gerutscht hier, das heißt, der Markt konzentriert sich halt so ein paar Punkte tiefer, aber wir reden hier ja wirklich über irgendwie 5 Punkte rauf und runter. Ne? Also das ist natürlich jetzt, hat so, behaupte ich mal, so gar keine Aussagekraft im Moment. Und was halt hier einfach wirklich fehlt, das ist halt einfach nur so eine gewisse Deutlichkeit, ne? In der Bewegung. Wenn der jetzt auch nicht in den nächsten 2, 3 Minuten da hochgeht, dann kann man das auch vergessen. Also dann würde ich das auch hier rausnehmen. Ich würde halt jetzt nur, wenn er jetzt halt hier hochlaufen sollte, dann auch direkt Break-Even ziehen beziehungsweise ziehen lassen. Und also falls es jetzt irgendwie einmal kurz nach oben schnippt und damit ich zumindest irgendwie gleich safe bin und da nicht unnötig halt dagegen halte ohne oder vielleicht dann halt eben zu langsam bin, was ja dann halt auch mal sein kann. So, was man jetzt hier sieht, hier steht jetzt irgendwie 11 Punkte plus, ne? Das ist deswegen, das wird in der neuen Version übrigens so gerechnet, dass der halt immer die erste Position annimmt und dann halt guckt, also die Größe von der ersten Position und danach halt vergleicht, was ist im Topf drin und dahingehend dann halt die Punkte hochrechnet, ne? Und deswegen, ich habe jetzt halt hier 2 Positionen drin und deswegen steht hier insgesamt plus 13, obwohl er hier über Break-Even nur halb so weit erstmal drüber steht. Ne? Aber das halt nur mal zum Verständnis. Alter Schwede. So, jetzt komm schon. Einmal kurz hochschnippen wird ja wohl irgendwie möglich sein. Das kann doch nicht wahr sein, das hier. Einmal kurz versuchen. Das Problem ist natürlich nur, also ich gehe schon davon aus, dass wenn der das jetzt nicht macht und jetzt nicht innerhalb von den nächsten paar Minuten wirklich nochmal auf Anfang läuft, dass dann um 9:30 dann eher die Bewegung dann nach unten fortgesetzt wird. Da würde ich dann schon eher mit rechnen. Das ist halt auch klar. Nelson, wir haben gestern drüber geredet, ne? Über die Wohler, dass Habe das so Geduld, nicht habe ich. geht. Das geht so nicht in den Webinaren. Ich brauche Wohler. Das ist immer so traurig, wenn man dann da sitzt und der Markt wackelt dann irgendwie 3 Punkte rauf und runter. Und kriegt irgendwie so, es ist gut. Soll ich jetzt hier jammern? Ich kann es nicht ändern. Ne? Also, es ist ja hier darum geht, das Webinar unbedingt mit Plus zu beenden. Dann drücke ich jetzt hier auf den Knopf ganz schnell und dann sind wir fertig. Und aber ich würde ja schon mal irgendwie wegen so ein bisschen mehr hier erzählen. Was? Warum habe ich im. Also 2-Minuten-Chart habe ich ja gerade schon erklärt, ne? Also das ist halt, der ist halt, also der 1-Minuten-Chart ist mir zu rauschig mittlerweile, wirklich. Und 2 Minuten ist manchmal so ein bisschen deutlicher. Man sieht auch die Squeezes, finde ich, im 2 Minuten tatsächlich besser laufen als jetzt im 1-Minuten-Chart.
Und da habe ich mich einfach jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Das ist irgendwie alles so. Aber hier, das sind wirklich, ist jetzt hier eine Range 15 Punkte. Ne? Mehr ist das hier wirklich nicht. Mehr ist es echt nicht. Ne? So, wie sieht denn der M5 aus? Mal zum Vergleich. Da muss man jetzt hier wirklich schon die ganz kleinen da halt irgendwie gegeneinander stellen. Ja. Auch ohne Aussagekraft jetzt erstmal, aber von der Tendenz. Von der Tendenz finde ich es richtig. Aber trotzdem müsste halt was kommen, ne? Ich habe ja vorhin auch eigentlich gesagt, so wenn der in 2 Minuten nicht da hochgeht, dann sollte man wirklich mal überlegen, ob man den da nicht langsam mal glatt stellt. Aber noch wehrt er sich ja. Beziehungsweise, also was ich dann auch schon mal gerne mache bei Skalierungen, ist dann halt, ne, dass ich dann sage, okay, falls ich hier nochmal tief mache, dann nehme ich eine erstmal wieder raus und versuche die dann da unten wieder reinzukriegen. Und kann man natürlich auch machen. Ne? Das heißt nicht, also für die, die jetzt nur CFD kennen, aber ich glaube, hier sind ja doch die meisten Stereotrader-affin. Also hier wird keine Short-Position aufgemacht, sondern hier wird ein Teil von der Long-Position verkauft. Und das ist ja für, insbesondere für Metatrader, ist das ja was ganz Befremdliches. Ist aber im Future-Handel ganz normal. Und egal, ob man halt im CFD ist oder halt im Future mit dem Stereotrader, geht das immer auf diese Art und Weise. Ja, dass man halt eine Verrechnung hat. Oh mein Gott, Nelson, jetzt nehme ich dich aber im Wort. Ich brauche dich jetzt. Ne? Jetzt musst du hier innerhalb von den nächsten 2, 3 Minuten wirklich die Bullen alarmieren. Sonst überfährt uns hier die Knoppers-Fraktion. Ich habe schon in Frankfurt angerufen, aber geht keiner dran. Habe ich vorhin auch schon. Ne? Die haben alle irgendwie, die stecken, glaube ich, alle im Schnee irgendwie fest. Und haben keine Lust. Oder vielleicht sind die Leitungen auch eingefroren. Das kann natürlich auch sein. Ne? Tja, da ist irgendwie. Ja, vielleicht steht gerade einer auf dem WLAN-Kabel, kann natürlich auch sein. Ja. Das sind so die weltlichen Probleme, ne? Die. Im schlimmsten Fall kannst du uns ja deinen neuen Hemden zeigen. Was kann ich zeigen? Was? Deine neuen Hemden, sage ich. Ja, genau, ey. Catwalk. Ja, ein Catwalk veranstalten. Genau so machen wir das. So, jetzt, hepp, Mensch, Dachs, ey. Na, einmal wenigstens die Richtung mal ein bisschen einschlagen hier. Das kann ja nicht dein Ernst sein, alles. Was ist das denn? 5 Punkte rauf und runter, wird mir da ganz wahnsinnig. Tja, also bis maximal halb, ne? Gucke ich mir das Spiel hier an, aber wirklich bis maximal, wenn bis da nichts, also wir müssen jetzt dringend hier oben drüber, also nicht, wir müssen nicht, ne? Nur ich muss, um halt das hier noch für mich rechtfertigen zu können, warum ich hier noch long bleibe, deswegen brauchen wir dringend einen Run da oben drüber, weil ansonsten macht das dann irgendwann ja auch keinen Sinn mehr. Ne? So, ich hab ja auch eingestellt, irgendwie nach 10 Punkten über meinem Break-Even würde halt automatisch entsprechend der Break-Even auch abgesichert werden. Und deswegen nicht wundern, wenn er jetzt einen Sprung machen sollte, was ich doch sehr hoffe, dass halt der Stop sich automatisch bewegt. So, da ist er, ne? So, Break-Even ist durch. Da haben wir jetzt endlich auch das neue Hoch. Auch deswegen jetzt finde ich jetzt erstmal richtig, hier den Break-Even hinzuziehen, weil wenn es halt hier nicht weiterkommt und wieder runter, dann Haken dran. Aber ansonsten ist es erstmal richtig und auch jetzt genau der Punkt, wo ich ja auch überhaupt zuerst mal hin wollte, ne? Hier an diesen Schnittpunkt sozusagen, ne? Wo halt der letzter Außenstab
vom M15 da halt gebrochen bzw. verkauft wurde, die letzte Aufwärtsbewegung. So, und entweder kommt jetzt hier halt direkt was nach oder man kann da halt einen Haken dran machen. Deswegen, ich will den gar nicht hier unten mehr sehen. Ne? Wenn er es aber macht, dann soll er es halt machen. Dann gehen wir halt hier mit 2 Punkten raus. Kann es nicht ändern, weil für die Wohler kann ich nichts. So, aber wie gesagt, die wäre jetzt halt auch echt wichtig. Also hier oben sieht man jetzt zum Beispiel halt, ne? Deswegen mag ich das halt natürlich auch ganz gerne halt hier mit dem Orderbuch im CFD. Also schon hilfreich. Das sagt jetzt erstmal nichts, das heißt nur, da rockt einer. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wenn jetzt halt jemand den Markt halt als Beispiel kaufen will, dass der natürlich halt hier größere Stücke zu einem günstigeren Preis umsetzen kann, wie wenn das Orderbuch dünn ist. So, und das ist halt die ganze Überlegung dabei. Und das heißt, wenn so ein Markt jetzt als Beispiel halt nach oben will, dann geht er hier durch wie Butter. Ne? Weil wenn die halt alle gedreht werden, also es wäre jetzt halt auch im Orderbuch-Scalping ganz normal, ne? Also hier jetzt dann halt da long reinzugehen und der muss aber dann halt auch direkt durch, ne? Das heißt, hier darf nicht mehr viel passieren. Und weil wenn der Verkäufer hier halt entsprechend eliminiert wurde und wenn die Order echt war, dann geht er jetzt komplett auch da hoch, ne? Und deswegen hier halt auch ganz knapp irgendwie die Absicherung, ne? Dann da reicht es mit 2, 3 Punkten und entweder er macht es jetzt oder er macht es halt eben nicht. Aber man sieht ja, genau an der Stelle, wo diese dicke Order war, wahrscheinlich wird da jetzt halt noch manuell ein bisschen was nachgeschoben. Und hier haben wir halt einfach dann so, ne, Verkäufer gegen Käufer, aber da passiert nicht genug. So, aber nichtsdestotrotz, genauso kann man das machen. Und wenn jetzt halt ein bisschen mehr Volumen reingekommen wäre, dann wären wir auch direkt nach oben durchgelaufen. Von daher völlig okay. Ne, aber die Position, das war jetzt eh nur ein Drittel, aber die Position, ist ja generell halt, beziehungsweise der Trade ist ja ein Plus. Von daher, ne, die liefern jetzt hier zwar noch mal ein bisschen nach, aber man sieht halt hier, ne, dass genau an der Stelle jetzt, dass dort jetzt der Markt halt auch klemmt. Ne? Und es ist höchstwahrscheinlich dieser Order geschuldet, die wir gerade gesehen haben. Und dass dort halt wohl dann doch ein echter Verkäufer sitzt. Und auch wenn er das jetzt anders gemacht hat, als einfach nur mit der Order selbst, aber auf jeden Fall sehen wir hier jetzt durch diese Bewegung, dass sich da halt jemand dagegen stellt und natürlich dann halt eben die Chance dann halt nutzt hier, wenn der Market geht, hier natürlich auch, ne, durch die größere Order größere Stücke halt abwickeln kann, ohne halt den Markt direkt nach oben zu befördern. So, und das scheint hier so ein bisschen der Fall zu sein, dass sich da, das da halt hält. So, jetzt haben wir 19:30 Uhr. Erstmal noch drin, zwar nur mit 2 Dritteln, aber zumindest hat die ganze Sache jetzt erstmal in die richtige Richtung reagiert. Und von daher darf er jetzt auch sehr gerne, es kann natürlich jetzt sein, dass wir hier punktgenau abgeholt werden, das kann jetzt leider passieren. Da könnte man dann, also ich würde es trotzdem jetzt erstmal so lassen, ne? Beziehungsweise was man machen könnte, wäre, dass man hier dann sagt, na gut, ich gebe da auch erstmal nur einen Teil raus. Man kann aber sagen, gut, ich weiß nicht, was hier passiert. Macht das manuell, wartet das gar nicht ab, nimmt einen Teil mit, guckt, wie der Markt reagiert. So, jetzt hier 16 Punkte plus. Und geht dann halt oben wieder rein. Oder jetzt hier in Anbetracht der Wohler macht halt eben gar nichts mehr. Ne? Das kann man natürlich auch machen. So, aber generell war das jetzt erstmal halt richtig so. Aber die Wohler, sieht es denn hier aus? Da steht auch nur alles in der Gegend rum. So, heute bin ich zumindest etwas wacher als das letzte Mal. Letztes Mal, da war ich ja irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Das lag aber auch daran, weil ich hier, da wirklich irgendwie 10 Minuten vorher privat da was reinbekommen habe, wo ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Ich konnte mich beim letzten Mal da auch wirklich nicht so wahnsinnig gut konzentrieren. So, aber das ist heute ein bisschen anders, wie man sieht. Ne? So, wie gesagt, zwar immer hier nur noch ein Drittel, ne? Die Tendenz ist jetzt schon nach oben. Das ist ja, glaube ich, beziehungsweise ist schon deutlicher, ne? Weil das hier war nur so der erste Impuls. Hier unten ging es nicht weiter.
Und der sollte jetzt schon versuchen, da oben halt über die 6-6 halt rauszukommen. Und SKS hin oder her, das Ding halt versuchen, da oben aufzulösen. Ne? Das wäre jetzt eigentlich nur noch der einzig logische Ansatz. Man kann jetzt natürlich jetzt hier auch direkt nochmal irgendwie das zweite Drittel von der Long-Position mit reingeben, kann man machen. Ich habe es jetzt hier erstmal rausgenommen, weil ich eigentlich hätte ich es gut gefunden, wenn wir halt so ein bisschen tiefer da reagiert hätten und wäre dann halt da nochmal reingegangen. Was man aber auch sieht, ist, dass wir hier halt am Value Area High, das heißt, hier die blaue Zone, dort ist 70% des heutigen Volumens gedreht worden bis hierher. Da klemmt er erstmal, das ist völlig normal. Ja, kommt hier vom Point of Control halt nach oben raus. Heißt aber auch, wenn wir sie uns hier oben drüber etablieren, und dann zieht das Ding halt auch weiter. Also da kann man schon davon ausgehen. Und da gibt es ja so diverse Regeln. Ne? Er muss so und so lange halt über dem VAH, also das Value Area High, halt sich befinden, um das als etabliert bezeichnen zu können. Ich würde das gar nicht an so einer einfachen Regel halt festmachen, beziehungsweise an einer festen zeitlichen Regel, sondern einfach gucken, schafft er das, wird das Ding halt hier gekauft oder halt nicht. Kann sich mal ein bisschen deutlicher machen, damit man es halt auch im Auge behält. Jetzt machen wir mal. So, dann sieht es auch ein Blinder. Ja. So, aber passt ja insgesamt. Deswegen, ne, hätte man machen können, hier das zweite Drittel nochmal reingeben, aber dann wäre ich aber auch jetzt dann im ersten Impuls wahrscheinlich hier kurz vor der Öffnung mit dem auch wieder rausgegangen. Ja, weil da geht es ja jetzt ja darum, dass wir uns da wirklich halt drüber festigen. So, und deswegen beziehe ich hier unten die jetzt erstmal halt nur nach. Und falls wir nämlich nochmal runtertippen, und dann kann man die nämlich dann auch mitnehmen. So, was haben wir? 9:34 Uhr. So, im M5, ja, da ist so ein bisschen deutlicher erkennbar, aber auch da fehlen natürlich jetzt halt der Kauf von der Eröffnung hier bei der 066. Ne, die ist natürlich der wichtigste Punkt. Ne. Aber also so gesehen war es jetzt halt, also bin ich natürlich jetzt erstmal froh drum, weil es waren ja die einzigen zwei Punkte, die wir gehabt haben jetzt hier, ne, dass die halt auch zumindest handelbar sind. Oder waren. Nochmal, also hier letztes Tief, da sieht man ja vom Freitag kein neues Tief gemacht, entsprechend hier über der Zone mit der Annahme Schieflagen von den Shorts bei 14.000. Und hier, das ist halt einfach der nächste entscheidende Punkt. Da müsste er halt wirklich dringend nochmal drüber, um genau dieses Gebilde dann halt auch zu eliminieren und dann halt möglichst nochmal oben Richtung 134 laufen. Das werden wir jetzt aber wahrscheinlich nicht unbedingt hier bis 10 Uhr schaffen. Aber das wäre jetzt halt so die Tendenz. Ne? Tendenz ist zwar laut, jetzt nicht Duden, aber generelle Sprachdefinition eigentlich das gleiche wie Trend. Wobei ich einen Trend immer so ein bisschen für sortierter halte als irgendwie eine Tendenz. Also vielleicht um das mal irgendwie auch bisschen zu irritieren in etwas, der Ingolf. Nein, ich hatte, ach, Steuernachzahlung hat er gerade gemeint, wo ich meine, das hier private Nachrichten. Nein, 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 nein. Also da schockt mich ja sowieso gar nichts mehr, was das Thema angeht. Und nee, nee, das war ein anderer Grund. Okay, so, der Dow halt auch, ne? Versucht hat, hier über die Stunde halt wegzukommen. Also ich will jetzt nur nicht noch irgendwie noch hier was aufmachen, aber der halt auch, da sehe ich schon so, dass der halt nochmal irgendwie das ATH dann auch relativ zügig angehen darf, der Dow. Ne? Und dann hier durchaus eine lange Kerze in Grün, in meinem Falle in Weiß, dann halt hier reinstellen darf. Aber er hat halt noch, ne, wenn das hier die Stundenkerze und die hat halt noch Zeit, ne? 25 Minuten, ist ein Haufen Holz. Und da kann der noch ordentlich rauschen, kann er noch kurz hier drunter dippen und dann doch wieder hoch. Aber generell, ja, ne, der ist halt deutlicher
nach oben gerichtet. So, gucken, dass ich hier den Trade nicht aus dem Auge verliere. Wir ziehen auf jeden Fall weiter hoch. So, und ich würde den auch hier, mache ich jetzt erstmal nichts dran, weil ich hier nicht mehr sauber reinkomme mit der zweiten Position. Hätten wir natürlich auch drin lassen können, aber ne, das übliche hätte Fahrradkette. Schenken wir uns jetzt einfach mal an der Stelle. Aber generell passt das doch so. Ist doch mal ganz nett. Und auch gar nicht so schwer. Auch wenn die Wohler überschaubar ist. Und es am Anfang erstmal aussah, als wäre es so wahnsinnig short. Aber in einem Longmarkt versucht natürlich der Markt immer irgendwo seinen Support zu finden. Beziehungsweise die Teilnehmer ja halt möglichst günstig da halt reinzukommen, die halt auch die vor allen Dingen länger positioniert sein wollen. Und deswegen muss man da gar nicht immer so tief ansetzen. Die Amis sind da ein bisschen anders unterwegs, ne? Wenn da Markteröffnung ist, dann ballert es auch gern mal 200 Punkte runter. Und alle staunen dann nachher, wenn es dann eine halbe Stunde später wieder 300 Punkte höher steht, ne? Aber das ist halt genau das Ding. Und das ist ja das, was halt, worum es ja geht, möglichst nicht so teuer einkaufen. Ne? So, ziehen wir jetzt da drüber oder steigen wir da unten jetzt erstmal aus? Also, mir ist es fast egal. Gut, wir steigen erstmal aus. Aber okay. Ne? So, 19 Points sind hier rausgekommen. 6, 4, ja, hätten halt 30 sein können, aber so what, ne? Er hätte auch da drüber laufen können, wäre halt auch völlig legitim gewesen. So, jetzt kriegen wir hier nochmal den Rücklauf in genau die Zone da unten rein. Kann man sich jetzt überlegen, macht man das nochmal? Ne, wo ich ja vorhin, da hatte ich, hier hatte ich ja in etwa die andere liegen. An Volumen sehe ich jetzt hier irgendwie, ich habe natürlich jetzt hier kein Footprint oder so, ne? Aber jetzt irgendwas, was hier nachgefüttert würde, eben im Orderbuch sehe ich nicht, gar nicht. Also es ist halt eher neutral. Von daher, wenn wir nochmal irgendwie einen Dip da hinkriegen sollten, würde ich den auch glatt nochmal mitnehmen. So, nein, du doch nicht. Sondern hier der M15. Tja. Ne, hier halt auch. Ne, das meinte ich, das ist genau das, was ich meinte. Ne, sieht so long aus und dann geht es natürlich erstmal nicht weiter. Und der kann halt hier echt, der kann problemlos, kann der Dauer auch mal kurz da unten hinlaufen. Ne, und da nochmal Luft holen, dann trotzdem drüber ziehen. Ne, wenn man halt jetzt nur die Stundenkerze als Beispiel halt im Auge hat. Von daher jetzt hier einfach long reinspringen oder da oben dann noch eher hier über den ups, über den Hochs an der Stelle, da wäre ich ja nur eher dabei, ne? Und weil wir dann zumindest halt auch mal hier die profan gesagt, die Kerzenfarbe halt umdrehen. Es geht ja nicht um die Farbe, sondern es geht ja dann halt darum, dass wir uns halt dann tendenziell über der Stundeneröffnung aufhalten und dort anfangen zu kaufen. Ne? Das ist ja dann halt eher der Ansatz dabei. So, aber generell passiert hier einfach nicht wirklich viel. So, und in dem nicht wirklich viel sind aber hier 19 Punkte reingekommen. Das finde ich ja schon fast richtig gut. So, aber hier muss man jetzt trotzdem. Oh, das ist irgendwie alles. Das setzt sich irgendwie nichts durch. Ich würde hier mal nicht blind reingehen. Mal kurz abwarten, was da passiert. Und ob die hier nochmal aktiv werden. Nicht, dass jetzt hier irgendwie so eine ganz dicke Order hinterherkommt, dann den Markt nach unten durchdrückt. Deswegen mal kurz warten. Der zieht nämlich auch nach unten. Na, hier sind schon mal so zwei Kandidaten, ne? 40 Kontrakte. Muss man mal im Auge behalten.
Weil wenn die jetzt als Beispiel sogar stehen bleiben und nicht kleiner werden, obwohl der Kurs immer wieder hinläuft, dann wäre dafür wirklich eine Alpha. Das heißt, die würde immer nachgefüttert werden. Und man sieht immer nur, deswegen heißt die Eisberg, man sieht immer nur die Spitze vom Eisberg und nichts, was wirklich dahinter steckt. Ja, eben oft zu erkennen daran, dass halt das Volumen konstant bleibt. Ja, das heißt, dann wird dann halt, oder was halt dann auch oft gemacht wird, ist, dass halt so ein Paket hinterhergeschoben wird mit bisschen Abstand und dann halt vorne dann halt Market das Ganze abgearbeitet wird. Ich meine, es geht ja auch nicht anders, ne? Weil reine Limit Orders bewegen ja den Markt nicht. Wieso Dow nicht S&P als Referenz für dich? Ganz ehrlich, ich bin halt den Dow so gewohnt, und beim S&P, da fehlt mir tatsächlich jegliche Erfahrung, ne? Den habe ich irgendwie noch fast nie gehandelt. Und mit dem Dow komme ich halt irgendwie besser klar, vor allen Dingen mit seinen abgefahrenen Bewegungen, die er halt manchmal macht, als mit dem S&P. Spannend ist, aber da oben, die sind erstmal weg, wie es aussieht. Tja, das ist so ein bisschen langweilig, ne? Ja, wir sind zwar hier. Plus, ich würde fast gar nicht mehr riskieren, ne? Hier bei dem Volumen. Oh, okay. Das ist natürlich deutlich, ne? So, heißt aber nichts. Heißt nur. Genau, also da wäre jetzt halt das gleiche Ding wie eben halt im DAX, dass wir halt hier einfach jetzt erstmal nur einen sehen. Das ist erstmal die Frage, ist die echt? Werden die wirklich halt gedreht? Und wenn sie gedreht werden, haben wir das gleiche Prinzip wie eben, ne? Dann gibt es eine Rakete, wenn die hier wirklich weggekauft werden. Deswegen hier, mein Long an der Stelle war jetzt falsch, deswegen habe ich den noch weggenommen, weil der gehört nicht darunter, der gehört, wenn, dann wirklich darüber. Und weil, wenn natürlich jetzt hier einer mit, ich meine, das kann man ja halt einfach an zwei Händen abzählen. Das sind zwei nicht, man braucht 10 Hände, aber man kann es ja, erkennt es ja recht deutlich, wenn jetzt hier als Beispiel einer 100 Kontrakte durchballern will, dann reichen die 60 halt nicht, ne? Und um das halt auszubremsen, dann würde halt dann das dazu führen, mal angenommen, hier geht einer mit 100 Kontrakten long, dann sind die 60 weg und oben drüber die nächsten 40. Das heißt, alles, was hier drüber liegt, bis die 100 voll sind, die fliegen dann halt einfach, ne? Und das würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass halt noch Shorts aufgelöst werden. Das heißt, kämen noch Market dazu. Von daher wäre das dann schon plausibler, da oben halt rauszulaufen. Aber sowas darf man im Auge behalten. Umgekehrt natürlich auch genauso, ne? Ich meine, wenn die hält, dann hält das Ding. Das heißt, dann kann man natürlich auch hier genauso gut Short dagegen handeln. Und das Einzige, was ich immer finde, wofür es gut ist, ist halt, um das Risiko so gering wie möglich zu halten, ne? Weil es macht zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ja gut, ich gehe halt hier irgendwo Short, ja, und ziehe dann einen Stop von 20 Punkten. Kann ich mir schenken, die 20 Punkte? Das ergibt gar keinen Sinn. Da reicht auch ein Stop von 3, 4 Punkten. Und umgekehrt genauso, ne? Wie ich es ja vorhin im DAX auch gemacht habe, wenn ich drüber long gehe, ne? Und dann brauche ich nicht irgendwie hier auch nicht einen Stop von 10 Punkten, da reichen auch 3, 4. Weil wenn ein Käufer da dranhängt, dann wird sich das hier in dem Bereich dann auch abspielen, auf ganz engem Raum, ne? Und dafür ist es natürlich dann halt schon sehr, sehr hilfreich. Wie kann ich das Orderbuch anzeigen lassen? Also, kommen hier die Fragen rein. Man braucht dazu einen Datenfeed von FXFlat. Das heißt, man braucht erstens ein Future-Konto und muss halt entsprechend die Kursdaten für jetzt hier in dem Fall halt für die US-Märkte, wie ich es halt habe, und für die deutschen Märkte dann halt abonnieren. Und dann kann man halt im StereoTrader, kann man dann entweder ganz normal direkt den Future handeln, klar. Oder man macht es wie ich hier mit dem sogenannten Mapping. Das heißt,
Ich kann dann halt hier auswählen bei Symbol. Ne? Ich habe ja hier den DAO CFD im Hintergrund. Also was heißt im Hintergrund? Hier im Chart. Kann da aber sagen, meine Volumenquelle ist aber der YM, also der Future. Ja? Und dann habe ich genau das, wie man es hier sieht. Das heißt, ich habe Volumen vom Future im CFD-Chart. Ich handle den CFD, sehe aber das Future-Volumen, aber gemappt auf den CFD und damit halt auch gemappt auf den Kassa. Ja, also das ist das sogenannte Volume Mapping. Also das hier macht Long, glaube ich, erstmal keinen Sinn. Ne? Da hat die 15 Minuten jetzt hier nochmal kurz zum DAX nochmal wieder darunter geschlossen. Das ist einfach nur Abteilung Finger weg. Und sonst gar nichts. Ne? Das sieht man ja hier. So, ich springe hier gerade von einem Thema zum anderen. Aber ne, hier vorhin die letzte Aufwärtsbewegung, verkauft, gekauft, verkauft. Die wissen nicht, was sie wollen. Von daher ist der erstmal tabu. So, und hier, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das Ding jetzt halt hier wirklich gekauft wird. Was man übrigens machen kann, ja, auch wie man mit solchen Geschichten umgehen kann, ist bis dahin handeln. Weil dass das natürlich interessant ist, ist doch klar. Ne? Also, und weil das ist genau wie ein Point of Control, also dort, wo das meiste Volumen war, das läuft der Markt halt immer wieder hin. Genauso ist natürlich halt auch mit solchen Orders, er läuft in der Regel in die Richtung da, wo halt das höhere Volumen im Orderbuch halt eben ist. Ne? Und das heißt, wenn man hier unten irgendwie, ich wollte jetzt das nur nicht mehr aufmachen, weil die Zeit sonst möglicherweise nicht mehr reicht, um die Position dann halt auch innerhalb des Webinars zu schließen. Aber wenn man dann halt sieht, oder oben liegt was, ja, und findet hier irgendwie irgendeinen Ansatz, einen kleinen Support, kann man ruhig bis dahin handeln. Und dann kann man natürlich, wenn man da drin ist, dann jetzt erstmal sagen, gut, dann ziehe ich hier meinen Stop auf Break-Even und guck mal, was da passiert. Die sich hier die Köpfe einschlagen jetzt gleich an der Stelle, dass ich nicht da halt in die falsche Richtung überfahren werde. Ne? Weil ich habe so ein bisschen, also was mich so ein bisschen an Long stört, das ist die Tatsache, dass der DAX hier auf der Stelle tritt. Ich hätte die schon gerne immer lieber irgendwo synchron. Ne? Jetzt hat man es gesehen, zack, ne? Geht halt direkt mal 2 Punkte drüber. Deswegen macht da ein Stop von 20 Punkten relativ wenig Sinn. Ne? Und jetzt mal gucken, ob das Ganze hier anhält. Ja, aber genau wie eben im DAX, ne, hält sich erstmal an der Stelle. Und da konzentriert sich die ganze Geschichte jetzt erstmal. Aber jetzt sieht man halt auf der anderen Seite natürlich wieder, okay, ne, wenn man da halt jetzt short war, kann man das sehr, sehr eng begrenzen dann halt. Muss da halt eben auch nicht 20 Punkte drüber, sondern kann sich auf den Raum halt beschränken und sieht dann halt, okay, war jetzt echt oder war halt nicht, ne, weil das war ja, ich habe dieses Level nicht markiert, aber schon relativ deutlich, ne. Von daher kann der jetzt halt auch genauso gut in der Stunde, wie ich es halt vorhin schon gesagt habe, da unten auch nochmal die Lows ausloten und das Ganze dann halt irgendwann später auflösen. Also, wir kriegen hier nichts mehr. Also, ich kriege hier nichts mehr zustande. Erstmal. Aber Stunde ist auch um und ich will es jetzt auch hier nicht versauen. Ne? Also, bei der Wohler. Er hätte natürlich hier oben auch rausgehen können, aber das heißt hätte. Hätte Fahrradkette, man muss ja wissen, was man will. Mir geht es ja immer darum, halt hier eine Richtung einzuschlagen, die vielleicht auch mal ein bisschen weiterläuft. Aber halt, ich wollte jetzt auch hier nicht irgendwie unnötig riskieren, aber auch jetzt nicht unbedingt scalpen. Von daher, ich fand das schon okay so, ne, weil hier auch der Exit, wie man ja sieht, ist ja halt hier unterhalb dem alten VAH, nachdem er sich da nicht halten konnte, also knapp drunter. Und das ist halt völlig okay. Ne? Also hier sieht man es ja dann halt entsprechend. Hier war nochmal die Teilauflösung. Wo war denn hier eigentlich mein Entry? Sehe ich jetzt gar nicht mehr. Ja, das muss ein bisschen nachbessern hier, aber die Darstellung generell ist ja halt schon recht sauber. Gut, Nelson, einverstanden? Einverstanden und mit ein bisschen Geduld, dass Alright. wir doch noch was rausbekommen. Ja, ne?
Die Punkte im Chart übrigens wird hier gerade gefragt. Das ist auch in der jetzigen Version vom Stereo Trader schon drin. Ne? Einfach hier auf Trades und dann wird das Ganze da halt angezeigt. Ne? Und in der neuen Version ist dann halt auch so, dass man halt die gesamte Historie von jemals, was man angefangen hat, muss man nur durch den Chart durchscrollen. Und das wird dann halt in Echtzeit alles dahin gerechnet. Ne? Da sieht man dann überall, was ich wo an welcher Stelle gehandelt habe. Hier fehlt mir jetzt nur komischerweise der Entry. Warum, weiß ich jetzt gerade irgendwie nicht. Da kann ich aber nachher nochmal drauf gucken, weil das ist jetzt hier die Pre-Release. Ja, sind wir schon ein bisschen weiter als Beta. Aber das sind ganz winzige Kleinigkeiten, die jetzt hier noch irgendwie haken, weil insgesamt ist das halt alles jetzt eigentlich kurz vor fertig. Ja. Aber das ist natürlich sehr hilfreich, dass mir das einfach anzeigen lassen kann. Ja, einfach hier ein, aus. Und sieht auch dann halt hier so die Wendepunkte. Ne? Hier war zum Beispiel ein Short raus. Da war halt die Auflösung. Hier ist Ergebnis. Aber wie gesagt, der Entry fehlt jetzt hier. Warum, weiß ich nicht. Das muss ich nachher gleich mal überprüfen. Gut. So. Dann wann wird die Version released? Also wir sind wirklich da total guter Dinge. Außer der Timo macht mir jetzt irgendwie nochmal einen Strich durch die Rechnung. Was er immer gerne macht, weil der hat, das macht er aber extra, ne? Weil er hat natürlich auch einen Haufen Arbeit, wenn die neue Release kommt. Und daher bremst er mich immer gerne aus. Nein, aber ich glaube, der ist auch froh, wenn das Thema durch ist und natürlich auch noch ein paar andere, die halt hier mit dranhängen. Aber wir sind auf jeden Fall da guter Dinge, dass das diese Woche noch der Fall sein wird. Ne? Also heute geht auf jeden Fall die Pre-Release an die ganzen Tester. Dann kommen dann auch finale Feedbacks und da sollte eigentlich nicht mehr viel kommen. Und dann rechne ich damit, dass wir halt zum Wochenende dann auch tatsächlich dann die Version dann in die Welt hinaus entlassen können. Da ist der Nelson auch froh, ne? Glaube ich. Da sind einige froh, weil er halt auch, ich weiß, mit dem, gerade hier mit dem Volume Mapping, das geht ja im DAX leider tatsächlich seit irgendwie jetzt mittlerweile 2 Monaten nicht mehr. Das ist natürlich super ärgerlich, ich weiß das, ne? Und das lag aber daran, weil er halt die Eurex den DAX umgestellt hat von 0,5 auf 1 Punkt Tick Size. Und das leider genau in einem Zeitpunkt stattgefunden. Also ich habe es leider nicht auf dem Schirm gehabt, das war natürlich mein Fehler. Aber genau da zeitlich reingespielt hat, wo wirklich hier Großbaustelle war im Umbau und es nicht möglich war, mal eben noch schnell eine neue Zwischenversion da rauszutun, weil viel zu viel im Stereo-Trader halt geändert wurde. Tut mir natürlich sehr leid, aber ist halt so. Aber jetzt ist es ja halt behoben und wie gesagt, nächste Woche darf man auf jeden Fall damit rechnen, dass es die Release geben wird. Für MetaTrader 5 allerdings erstmal nur. Gut, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank an euch alle und natürlich auch an den Nelson, dass er das immer wieder mit mir macht. Und, und ich bin ja immer noch guter Dinge, dass wir das auch irgendwann mal hinkriegen, dass der Nelson und ich das hier live vor der Kamera, weil der Nelson, ne, der Nelson ist echt, meine Güte, das ist eine ganz schöne Schnitte, ne? Und ja, wenn wir wahrscheinlich einfach nur nicht die Show stehlen, weil wenn der Nelson hier ist, dann traue ich mich gar nicht mehr, die Kamera für mich anzumachen. Deswegen, wahrscheinlich aus reiner Nettigkeit, macht er das nicht. Weil der Nelson ist auch ein ganz netter. Jetzt sagst du nichts mehr, ne? Ich kann nichts mehr sagen, ja. Sozusagen, sollte mal zu mir kommen. Der wohnt hier um die Ecke, ne? Ja, gut, um die Ecke nicht, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht wesentlich weiter als eine Viertelstunde entfernt, ne? Das kriegen wir auf jeden Fall nochmal hin, Dirk. Wenn die Lage sich beruhigt, dann machen wir das. Das machen wir. Ich habe übrigens gestern, habe ich mir den, ist der Stefan da? Stefan hat ja, sagt er immer so, sieht aus wie hier der, der Schauspieler von der Serie. Den habe ich mir angeguckt, der sieht ja gut aus. Da muss ich mir wirklich bedanken sogar. Er ist ein Riesenkompliment. Als ich das Bild da gesehen habe, habe ich nur so gedacht, habe ich nicht sogar noch irgendwo? Warte mal hier kurz gucken, da habe ich nur so gedacht, so, wow, das ist ja, ach, da ist er doch, guck. Warte. Moment. Ist ja da, Nelson. Warte, Moment. Hilfe, ich bin auf falschem Bildschirm. Da muss ich hin. So, Moment, ich muss hier kurz sagen. Hier, der sieht doch, guck mal, der sieht doch anständig aus, der Typ, ne? Da wurde mir unterstellt, sei mein Zweitjob, aber da kann ich leider nicht mithalten. Also so würde ich gerne aussehen, aber es ist leider nicht der Fall. Aber es ist doch mal, ne, kann man ja mal zeigen,
damit das Ganze mal aufgelöst. Ah, da ist er doch, der Stefan. Ja, da bedanke ich mich ja echt ganz herzlich für das Kompliment, lieber Stefan. Wo ich ja gestern zuerst noch gemeint habe, ja, wahrscheinlich ist das irgend so ein Honk. Aber da war das sehr überrascht. Aber da, nee, kann ich leider nicht mithalten, aber freut mich trotzdem. Also, gut, mir So fehlen, können wir mir das fehlen. Webinar beenden jetzt. Ja, mir fehlen die Worte, von daher, gut, alright. Also, nochmal Dankeschön, dass ihr alle dabei wart, auch so lange geblieben seid. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und vielleicht hat es in dem einen oder anderen ein bisschen was an Punkte gebracht. Und, ey, Waldemar, ne? Nicht frech werden hier. Schreibt hier klar, das kann ja dein Sohn sein. Also, jetzt ist aber hier auch mal gut, ne? Also, das glaube ich jetzt weniger. Dafür reicht es da nicht. Aber So, so ein also. Pulli hast du auch, glaube ich, ne? Ja, das ist ja Standardware, ne, hier für Darsteller. Also wir haben da alle so ein Abo bei Actors Dress Company Limited, schieß mich tot und hau mich blau. Sehr gut. Von daher, das nochmal, das haben wir alle. Gut. Nelson, du hast sehr gerne das letzte Wort. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe, bevor nur noch Unsinn kommt Schluss und jetzt. sag bis zum nächsten Mal, aber der Nelson darf sich sehr gerne übergeben, muss ich ganz sagen. Tschüss. Vielen Dank, lieber Dirk. Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Aber natürlich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer fürs Dabeisein, hier aktives Mitmachen. Und wir machen hier mit Dirk in 2 Wochen weiter. Auch wieder zum Live-Trading-Webinar, Dienstag, 8:45 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg im Trading. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.